Oh, da ist wieder ein Weg. Oh, ich sollte aber nicht so weit weg von zu Hause gehen. Karte. Osten. Ist inzwischen irgendwas in eine Falle gegangen? Nö. Oh, oh, den können wir mal da reinjagen. Wow. Du läufst in die falsche Richtung. Ein komischer Hase. Na gut, wir sollten wohl erstmal die ganzen Löcher hier wieder zumachen. So. So, nimm das. Die scheinen hier auch neu zu buddeln. Hinterhältige Biester, die sie sind. So, jetzt spielen wir mal Cowboy. Komm. Lauf, 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 lauf. Alle da. So ungefähr. Na, einer ist reingegangen. Sehr schön. So, schnell. Wie viel waren das? Ich glaube, 5 Holzscheite. Damit dürfen wir die Nacht überstehen. Ja, brodelt schön. Das einmal kochen, bitte. Das einmal kochen, bitte. Gleich essen. Ich glaube, ich sollte mich am nächsten Tag ein wenig mehr darauf konzentrieren, Essen zu bekommen. Also wir sind zwar immer gut gefüllt, aber wir haben nichts auf Reserve. Und wer weiß, was da noch kommt. Räumen wir mal ein bisschen hier in der Umgebung auf. Erinnere mich so ein wenig an diese Farm-Spiele als Browser-Game. Aber ja. So, gleich wird's dunkel. Du gehst in die Falle. Du gehst in die Falle. Du bist in die Falle gegangen. Und läufst trotzdem weiter. Das ist ja auch kurios. Aber ja, es ist halt nur eine Beta. Das richtige Spiel kommt irgendwann Anfang nächsten Jahres erst raus. Und das Nette ist, wenn man das jetzt auf Steam kauft, für 11 Euro waren das, glaube ich, kriegt man 2 kostenlose Versionen gleich dazu. Das heißt, das kann man dann schön an Freunde weiter verschenken, so wie ich es ja auch bekommen habe. Das ist schon echt schick. So, Sapling, dich bauen wir mal da. Das sind die Dinge jetzt für die Stöckchen. Gucken, ob die auch von alleine wachsen, wie diese Evergreens. Ich hau mal einen von denen weg und guck, wie viel Holz diesmal rauskommt. Letztes Mal war es ja nur ein Holz für den Baum und ein Holz für den Scheit unten. Na, den Stumpf. Es dauert schon mal länger. Und 2 Holzscheite. Und ein Pinecone, um neu zu setzen. Ah, sehr schön. Einziger Haken, aber es hat unsere Werkzeuge kaputt gehen. Aber ja. So. Haben wir noch irgendwas zum Pflanzen? Ja, Gras. Da. 1, 2 und das war's auch schon. Da können wir nichts mehr machen. Wir könnten noch mehr Fallen bauen. Aber ich würde doch ganz gerne... Warum haben wir die Forschungsoption nicht? Ach, die sind hier. Was haben wir denn da? 200 Punkte. 200 Punkte ist zu teuer. 100 Punkte. Ohne Kiste. Dafür brauchen wir aber Bretter. Wie macht man Bretter? Brauchen wir bestimmt eine Säge für. Eine Bienenbox. Man kann hier Bienen züchten. Sehr schön. Und ein Schweinehaus. Ja, Ein Seil kostet nur 50. Ah, hier sind die Bretter. Die Bretter kosten auch nur 50. Geschliffene Steine kosten auch 50. Und Papyrus Nummer 50. Was haben wir denn hier? Was ist das? Magie. Oh. Oh, wir haben einen Bart bekommen. Unseren 4-Tage-Bart inzwischen. Was war das da ganz unten? Das sah aus wie ein Hut. Ja, Kleidungsstücke. Okay. Wir können uns Hüte basteln. Nein, wir sind ja ein Gentleman, wir müssen ja auch einen Hut tragen. Und wo zur Hölle ist die Falle hin? Hat eins von den Kaninchen die Falle mitgenommen? Na ja, komisch. Na gut. Gehen wir mal auf einen nächsten Erforschungstrip. Und zwar einfach mal nach Süden. Ich wollte Nahrung sammeln. Also alles, was wir an Karotten oder solchen Büschen sehen, nehmen wir einfach mit. Das sieht echt gut aus. Da ist gleich eine Karotte. Dich buddeln wir auch mal aus. Kein Platz mehr. Dich pflanzen wir wieder ein. Dich buddeln wir aus. So, ich laufe mal einen halben Tag lang Richtung Süden, denn ich will mal gucken, was es noch so für andere Gegenden gibt.
Um nicht zu sagen Biome. Aber hier ist so schön viel Essen. Okay, ich gehe nicht direkt nach Süden, ich gehe nach Südosten. Ist doch Südosten, oder? Ja, so halbwegs. So, hier ist das Meer. Gut. Gehen wir halt am Meer lang. Ich hoffe mal nicht, dass man aus Versehen da reinplumpsen kann und dann sofort Spielende wäre. Das wäre schon albern. Flint nehmen wir doch gleich mal mit. Twix haben wir noch genug. Also Stöcker. Ha. Was sagt die Karte? Hier ist mir irgendwie zu viel Meer. Sind wir auf einer Insel? Oh, das könnte echt sein. Ha. Vielleicht sind so auch die Gebiete voneinander getrennt. Also dass das hier quasi die Anfängerinsel ist und deswegen es noch nicht so schwer ist. Und sobald hier die Ressourcen leer sind und man zur nächsten Insel quasi hin muss, um nicht zu verhungern, dann wird es ein Zacken schwieriger. Aber wir gucken einfach mal. Da ist eine Brücke rüber. Gucken wir nochmal ganz kurz hin. Oh, die Musik hat aufgehört. Das ist kein gutes Zeichen, oder? Also es sieht ähnlich aus. Die Bäume sind ein bisschen größer. Kannst du mal die Vögel... Also nicht, ich sehe keinen großen Unterschied. Na gut, vielleicht ist es nachts hier anders. Oh, unser Essen geht langsam runter. Wir sollten mal zurück Richtung Heimatbasis. Noch ein, zwei Ressourcen unterwegs mitnehmen. Nope. Also du hast neben uns hochgeschossen. Auch sehr irritierend. Oh, Axt ist kaputt. Neue Axt. Bauen. Ah, jetzt habe ich zwei gebaut. Ach ja. Aber ich denke mal, davon können wir nicht genug haben. Und als allererstes werde ich eine Kiste erforschen. Nur für den Fall, dass die Sachen auf dem Boden doch mit der Zeit verschwinden. So, Pinecone können alle mit. Und ich denke mal, ich werde jetzt das ganze Holz, das wir haben, außer 5 Stück, in den Researchomaten reinschmeißen. Damit wir schnell auf die 50 kommen. Weil es gibt anscheinend tierisch viele Bäume. Das sollte nicht so das Problem sein. Und... wo ist Karte? Da ist die Karte. Und man kann sie ja anscheinend recht einfach nachpflanzen, indem man diese Pinecones wieder in den Boden steckt. Und dann bekommt man wieder Holz raus und wieder neuen Pinecone. Also, Oh, hier ist Stroh. Haben wir eine Schaufel irgendwo? Nee, haben wir nicht. Na gut, das muss bis morgen warten. Wir wollen... Karte? Ein Tick nach dem Ost. Man kann es schon sehen. Okay. Researchomat. Einmal das hier mit Steuerung halbieren und da reinschmeißen. Sagt das Essen. 16. So, 26 Forschungspunkte und ich schmeiß das Feuer einfach jetzt schon mal an. So, dann können wir das ganze Essen nämlich rösten. Die 7 Beeren hier. Essen wir gleich an, bevor irgendwas Schlimmes passiert. So, kochen, 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 kochen und gleich essen. So, 93, das reicht erstmal. Und wir haben jetzt ein wenig auf Vorrat. Ich koche auch nochmal. Und wir wollten immer noch testweise was auf den Boden werfen. Das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Da habe ich die Holzscheiter wieder aufgehoben. Krass gewachsen. Sehr schön. Also das wächst von alleine nach. Genau wie die Bäume. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob die da unten nachwachsen. Wenn ja, dann könnten wir es hier quasi niederlassen. Das Einzige, was da noch fehlt, sind die Farmen. Die Fallen sind ein wenig irritierend, dass die eine verschwunden ist. Oder ist die irgendwo... die ist im Inventar. Ja, ignoriert das Ganze. Ich setze sie mal aber woanders hin. Nur für den Fall, dass sie außerhalb des Bildschirms öfters befüllt werden, weil sich die Hasen da eher hintrauen. Oh,
Oder ich lege fieserweise so eine Falle direkt auf so einen. Genau, auf so einen Hasenbau rauf. So. Wo läufst du hin? Nicht daran, wo ich will. Wo läufst du hin? Schon mal richtige Richtung, aber es ist viel zu dunkel. Aber ja, sie ist direkt in die Falle gelaufen. Sehr schön. Das Ding ist immer noch auf dem Boden. Okay. Das kochen wir mal. Es könnte sein, dass wir jetzt nicht genug Holz haben. Also hacke ich mal einfach eine von unseren Bäumen hier ab. Zack, 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 zack. Was ist das da eigentlich für ein Symbol? Halbmond? Oh. Das könnte auch eine Bedeutung haben. Ich glaube, das sieht nicht aus wie... Da ist ein Holzscheit. Aber ja, der Halbmond. Dass je nachdem, wie die Mondphase gerade ist, andere Monster kommen oder mehr Monster. Auch wenn wir bisher noch kein einziges gesehen haben. Ist echt komisch. Also außer diesen riesigen Truthahn oder was es war. Ja, aber ich will auch nicht übermütig werden. Ich weiß, wenn ich jetzt losziehe und dieses komische Spinnenei anschlage, dann machen die mich gleich nieder. Außerdem habe ich nicht wirklich bisher eine Möglichkeit gefunden, die Lebenspunkte zu regenerieren, außer durch diese Mahlzeit. Und das ist echt nicht viel, was dabei rumkommt. So, wir brauchen unbedingt eine Schaufel. Na komm, wir hauen jetzt die ganzen Bäume hier weg, damit die Axt auch kaputt geht und wir wieder Platz im Inventar haben. Wir essen einfach das da. So, aufheben, 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 aufheben. So, jetzt hauen wir die Axt kaputt. Dann haben wir Platz für die Schaufel, können dann hier die ganzen Baumstümpfe ausgraben. Und hoffentlich haben wir dann genauso viele Pinecones, wie wir vorher hatten. Aber bisher sieht das gut aus. So, neuer Tag, Tag 6. Ja, ich hätte bei meinem ersten Testspielstand wirklich nicht die Spinnen angreifen sollen. Anscheinend passiert hier nämlich sonst gar nichts. Was ich ein wenig schade finde. Das heißt, vielleicht sollte ich wirklich mal ein bisschen Unsinn bauen, damit wir auch die interessanteren Sachen des Spiels kennenlernen. So, wir wollten euch neu pflanzen. Da, da, da. Mache einfach so einen kleinen Miniwald, wo ich nicht mehr rauskomme. Nicht ernsthaft, oder? Nein! Ich habe mich selbst eingesperrt. Gut, dass ich die Axt noch habe. Komm, stirb, 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 stirb. Also anscheinend kann man doch eine Mauer bauen. Gut, das hätten wir auch geklärt. Vorsichtig sein mit den Bäumen. Das heißt, wir bauen jetzt einfach hier so einen quasi Wall drumherum. Das ist dann unsere Palisade. So, Schaufel. So, und die alten einmal ausbuddeln und neue reinsetzen. Leider kann man die Kamera, glaube ich, nicht... Oh, kann man doch drehen. Sehr schön. Mit den Pfeiltasten. So, jetzt können wir die Mauer hier nämlich gleich viel effektiver wieder aufbauen, sobald wir neue Pinecones haben. Wo ist jetzt Norden? So war das, glaube ich, vorher, ne? Ja, die Insel war im Südwesten. Ja, okay. So, der Tag hat einigermaßen gerade erst angefangen, also laufe ich jetzt mal zurück zur Küste. Das nehmen wir mit. Laufen wir zurück zur Küste, um zu gucken, ob wir wirklich auf einer Insel hier sind. Das heißt, wir laufen jetzt einmal außen rum. Und nehmen dabei Karotten mit. Nee, kein Platz. Ja, das werden wir erst wissen, wenn wir jetzt gleich wieder in unserer Basis ankommen. Ob dann das eine Fleischstück noch da liegt. Wenn das da liegt, gehe ich davon aus, dass alle Sachen auf dem Boden gespeichert werden. Also jedenfalls innerhalb von so ein paar Minuten. Nee, nicht ausbuddeln.